Hallo und herzlich willkommen zurück hier in der zerstörten Agent-Einrichtung. Ja, wir sind beim letzten Mal, haben wir es geschafft, wieder auf den Mars zu kommen. Und aus der Hölle zu flüchten oder wieder auch raus aus der Hölle zu kommen. Aber ganz zu brauchen sieht es hier auch nicht aus. Es könnte so gesagt auch noch die Hölle sein, nur mit ein paar Einrichtungen. Ein paar, die anders aussehen als wie in der Hölle. Und ja, hier sieht es auch nicht so schnieke aus. Ich glaube, da hinten kommen doch sicherlich irgendwelche Gegner. Ich weiß es nicht. Ich denke mal schon. In den letzten Mal hatten wir schon mega Action, hatten uns da aufgewärmt. Aber aufgewärmt bin ich immer noch. Es ist ja auch mega heiß. Ne, nicht nur im Spiel, sondern auch so. Problem ist, ich muss den Ventilator ausstellen. Puh. Weil sonst, weil man sonst einen ganz kleinen Rauschen hört. Und das möchte ich halt nicht. Und jetzt wird es hier so mega warm. Ich denke mal, bei euch ist es auch nicht anders. Auf jeden Fall bin ich aufgewärmt und bereit für Action. Und ich habe gerade mal gelesen, dass es in jedem Level ein geheimes Extra gibt, womit man alte oder... Nee, alte war nicht das Wort, was dort erwähnt wurde, sondern klassische. Klassische Doom-Karten mit freischalten kann. Ich denke mal nicht, dass ich diese Extras finden werde und oder ob die mir irgendwas nutzen werden, aber für Leute, die das gerne finden wollen würden, ne? Das ist, glaube ich, eine ganz gute Info, die ich jetzt rausgehauen habe. Und wenn ihr danach sucht, wünsche ich euch viel Glück. Oh, guck mal, wer bist du denn? Kommst du zu... Oh Gott, oh Gott. Warte mal. Erstmal den erledigen. Komm mal her. Mit... Eva das. Nein. Warum? Habe ich den denn jetzt kaputt gehauen? Wow. Mal ganz ruhig hier. Ich habe gerade jetzt angefangen. Jetzt komm mir nicht krumm. Einfach mal auf dem Rücken die ganze Zeit ballern. Oh, oh, oh. Ah, daneben. Komm her. Jetzt hat's funktioniert. Ich wollte gerade sagen. Oh, da kommen ja ganz viele kleine. Ja, kommt mal her. Kommt in meine Arme. Und da kommt noch ein Digger. Was habe ich gesagt? Bei den Dicken die Laserwaffe, ne? Warte mal. Ah, da haben wir sie doch. Warte mal. Komm her. Ich drück E und nichts passiert. Geil. Jetzt haben wir ihn schön in der Mangel genommen. Ach, F. Ah ja. F. Nicht E. So, bei dem benutze ich wieder die Schrotflinte, obwohl das gar nicht mal so gut ist, weil der sich immer so schnell bewegt. Da wäre das Maschinengewehr nicht schlecht, aber... Ich glaube, die... Ey! Aber ich glaube, die Munition ist leer. Oh, der hat super getroffen. Warten. Oh, auf einmal ist er weg. Schade daneben. Und wieder getroffen. Warte. Ja, komm her, komm in meine Arme. Oh. Wir haben ihn mit seinem Jetpack zerstört. Wer kommt jetzt schon wieder? Ich verstecke mich. Wie kann ich crouchen? So, da kommt er. Bam! Okay, alles gut, weiter geht's. Speicherpunkt erreicht. Aber das war ja ein kleines Duell. So eins hätte ich mir eventuell bei der Aufwärmphase beim letzten Mal gewünscht, anstatt gleich so ein heftiges Gefecht. Ich glaube, das war ein Boss-Battle, genau. Auch noch ein Boss-Battle. Es war halt der letzte Kampf auf dem letzten Level. Und das nenne ich mal eine heftige Aufwärmphase. Ich glaube, so habe ich das auch sogar genannt. Wenig Munition, das finde ich gar nicht gut. Und ich sehe schon, wir haben direkt am Anfang Slow-Motion-Modus aktiv. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Ja, liegt daran, dass ich... Ah, einen Moment. Den Rechner, glaube ich, auch nicht gut kühle. Da bin ich ein ganz böser. Ich kühle mich die ganze Zeit mit einem... Nein, du quatschst mich jetzt gerade nicht voll. Einen Moment. Ich kühle mich mit meinem Ventilator so schön und der Rechner sitzt daneben und denkt sich so, biete mich auch. Und ich ignoriere den einfach. Da möchte ich hin. Können wir nicht einfach hier rüber hüpfen? Na, aber warte mal. Vorher will ich sehen, was der da redet. Komm mal hoch da. Komm mal her. Was ist denn das hier? Da ist er. Jene, die vor ihnen kamen und jene, die mit ihnen arbeiten, haben alle dasselbe Ziel. Ein neues Zeitalter für die Menschheit einzuläuten. Das Leitprinzip, als Team zusammenzuarbeiten, wird uns auf die nächste Existenzebene bringen. Okay. Danke für die Information.
So, jetzt habe ich gerade mal ein bisschen lauter gemacht und hier sind ganz komische Geräusche. So ganz leise im Hintergrund. So, ich spring mal jetzt rüber. Das müsste eigentlich klappen. Ja, warum auch nicht? Drücke E. Yeah, eine Runenprüfung. Was bekommen wir dann? Sammle alle 15 Höllenrelikte und erreiche das Ziel, bevor die Zeit abgelaufen ist. Wie? Was ist das denn? Waffe, Superschrottfinte. Zeit 16 Sekunden, Anzahl 15. Eine Sekunde pro gesammelte Höllenrelikt. Verfügbare Belohnung, Bewegung im Flug. Bietet eine deutlich gesteigerte Bewegungskontrolle im Flug nach einem Doppelsprung. Aha. Ich mag ja sowieso, wenn man den Schrank da leicht bewegen kann, also wenn man den wirklich beweglich steuern kann. Das finde ich sehr genial. Aber wir haben... Ich glaube, wir kriegen sogar dann noch einen neuen Ruhenplatz. Ich bin mir gerade nicht sicher. Schauen wir mal nachher in Nachhinein, wenn ich es überhaupt schaffe. Wo ich jetzt eigentlich nicht dran zweifle, aber wollen wir mal gucken. So, Prüfung starten. Ich kenne diese Prüfung noch nicht. Kann sein, dass wir beim ersten Mal scheitern. Okay, ich brauche nur die Dinger hier. Oh Gott. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Dass da auf einmal so ein Übergang ist. Okay, das ist ja bisher Pipifax. Was ist denn das? Die kommen ja nochmal als Monster, die mich irgendwie stören. Oh, was ist denn mit der Zeit? Was? Ach, und ich fall runter. Ja, gut. Na gut, ich sag ja, beim ersten Mal kann es passieren. Das ist nur, so gesagt, die Testphase, das erste Mal an der Ruhenprüfung. Das ist nur meine Testphase. Jetzt will ich es aber schon gerne schaffen. Jetzt weiß ich ja, worum es hier geht und wie ich springen muss. Jetzt sollte es schon klappen. So. Ist schade, dass ich hier jetzt die Schrotflinte in der Hand halte. Ich hätte gerne eine leere Hand. Diesmal gehe ich rechts. Das war, glaube ich, jetzt super. Nein, ich wollte was versuchen. Ah, das war jetzt ein bisschen zu... Ja. Gewagt. Ich wollte versuchen, rüber zu springen und wieder nach hinten. Aber ich glaube, das können wir dann nur machen, wenn wir auch diese Rune bekommen. Das wäre nice, wenn wir sowas bekommen. Wenn die Rune wirklich solch eine Fähigkeit besitzt. Uns in diesem Flug dann nochmal zu wenden. Das wäre echt nice. Oh Gott, ich muss jetzt nicht nach links noch, ne? Warum piept die Zeit? Bitte piep nicht. Das ist verstörend. So, kann ich auch mit einem Sprung rüber? Ach, ich kann sogar mit einem Sprung rüber. Das schaffe ich, oder? Da ist die letzte. Ja! So, dritter Versuch ist in Ordnung. Ruhenprüfung. Verfügbare Belohnung haben wir. Eingesackt. Super. Ach, da hatten wir schon schwerere Missionen. Wir hatten eine schwere. Die anderen, die gingen alle. Die schwere war das mit diesen ganzen Muskelprotzen, wo wir diese Muskelprotze von oben mit einem Glory Kill erledigen mussten. Das war schon etwas schwieriger, aber auch nicht unmachbar. Und die hier war natürlich total in Ordnung. Nutze die Automap des Dosiers, um dich in den Level zu orientieren. Ja, was mache ich denn immer? Einfach drauf loslaufen oder was? Ja, manchmal. Aber ich gucke ja immer auf die Map ab und zu jetzt. Ist das Spiel abgestürzt? Hallo? Nein. Okay. Boah, gut. Nice, danke. Einfach mal hier Standbild und mir ihren Herzinfarkt verpassen oder was. So, hat der Gegner einen Kopf, hat er damit auch eine Schwachstelle. Ist nicht schlecht. Jetzt, was wollte ich sagen? Danke, Doom. Du hast mich gerade total aus dem Konzept gebracht. Ja, ich habe es wirklich jetzt gerade vergessen. Danke. Danke, Doom. Super. Wenn ihr das noch wisst, schreibt es mal in den Kommentaren. Dann erwähne ich es eventuell beim nächsten Mal nochmal, wenn es was Wichtiges ist. Oh Gott, ich habe total vergessen, was ich sagen wollte. So. Geh weg. Ich weiß gerade nicht. Ach, genau, mit der Map. Okay, schon alles gut. Und zwar war das mit der Map, dass ich hier ja öfters jetzt drauf gucke, ob es hier irgendwelche Items gibt. Da unten gibt es welche. Da würde ich hin. Egal, ob ich jetzt sterbe. Es ist nicht schlimm, wenn wir sterben. Dann werden wir wieder respawnen. Ich meine, wir sind unsterblich. Okay, vielleicht könnte ich hier irgendwo runterspringen. Da unten soll es... Zeig mal. Direkt unter mir. Direkt unter mir soll es einfach mal eine Plattform geben. Warte mal, kann ich das nicht auch anders machen? Oh, jetzt wäre ich fast runtergesprungen. Kann ich nicht einfach... Ist das die Plattform?
Ich springe jetzt einfach mal da drauf. Hä, wie soll es denn hier noch weiter runtergehen, bitte? Warte mal, ich gehe nochmal hoch. Wir müssen, glaube ich, schon von der anderen Seite hoch. Sei denn, ich kann von hier unten auch schon den Steg sehen. Oh, ich höre... Oh, hallo. Der hat getroffen. Nice. Oh, nein, wenn ich von... Oh, was habe ich hier ausgelöst? Ich habe den schon wieder getroffen. Schon wieder. Oh, jetzt habe ich ihn pulverisiert. Von denen getroffen zu werden ist so übel. Ah, komm her. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Ich muss den so erledigen. Ich habe keine Munition. Geil. Das schaffe ich nicht. Ich komme nicht da dran. So, ich musste den jetzt so erledigen. Was haben wir denn jetzt hier schon wieder für Gegner? Meine Munition ist total... Was bist... Nein! Nicht du. Nicht der Summoner. Ach, Mann, diese Zeitlupe, Mann. Ist schon in Ordnung, alles ist schon in Ordnung. Und ich schieß daneben, was? Na, wie wendig ist die denn? So, jetzt habe ich getroffen. Und wieder getroffen, das hat man... Ja, ich habe sie erledigt. Hallo? Sie ist weg. Okay. Ja. Okay. So viel dazu. Kommt hier auf einmal Summoner und sonstige Kreaturen alle. Jetzt darf ich aber bitte hier rüber. Die Musik ist noch am Laufen. Ich glaube, hier sind noch welche. Da! Warte, ich gehe mal schnell zurück. Sehr gute Treffer gelandet. Sehr, sehr gute. Komm mal her. Jetzt haben wir wieder Slow Motion. Soll mir recht sein? Komm her. Ist alles kein Problem. Ah, schön einen Kopf zerquetscht. Ein bisschen brutal, aber... Okay, nein! Ja, doch! So, komm her. Oh, was war das? Haben wir sie jetzt alle? Anscheinend nicht. Da unten läuft noch einer. Ach, da sind ja noch... Ach, warum sind denn hier so viele? Dann, Leute, entschuldigt mich kurz. Ich muss mal gerade ein bisschen aufräumen. So. Das Problem ist, ich brauche Munition. Oh, was haben wir denn da Schönes? Was haben wir denn da Schönes? Panzerung. Trotzdem möchte ich Munition gerne haben. Oh, der ist zersplashed. Soll ich die jetzt ernsthaft hier mit meiner... Warte mal. Der hier wird auf jeden Fall von meiner Rakete beschossen. Wow. Oh, noch getroffen. Ich wollte gerade echt sagen, habe ich jetzt ernsthaft gegen die Kiste geschossen? Was war das denn jetzt für ein Soundeffekt? Okay, Speicherpunkt erreicht. Ich hab's erledigt. So, ich habe ja gesagt, wir säubern das Ganze jetzt hier mal. Jetzt können wir weitergehen. Ich habe da hinten einen Eingang gesehen. Mal gucken, ob es der ist. Man sieht... Da unten soll einfach mal ein Weg sein und da ist halt keiner. Da soll ein Weg sein. Direkt vor mir unten. Aber da ist keiner. Was ist das denn für eine Veräpplung? Das kann doch nicht sein. Was ist denn da überhaupt? Das hier ist eine Elitewache. Ich muss da hin. Das kann doch nicht sein. Das ist eine Elitewache, die möchte ich gerne haben. Da müsste ich mich, ja, dranhängen können. So. Ah, das stört mich gerade schon ein bisschen mit der Slow Motion. Haben wir dann halt mal dieses Mal. Ich hoffe mal, das nervt jetzt nicht. Oh! Ja, da ist ein Durchgang. Okay, da gehen wir gleich hin. Hoffentlich waren wir da nicht schon mal. Wäre etwas komisch. Soll mal eben laden. Dann laufen wir da kurz hin. Automap-Stationen decken für dich die gesamte Karte des Levels auf. Komm, ist doch nicht viel hierzu erledigen. Ich hatte doch gerade meinen Speicherpunkt. Ich brauche einfach nur respawned werden und fertig. Der braucht nicht viel gemacht werden. Ich möchte auf jeden Fall gerne diese Elite-Wachen bekommen und ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich bin. Wo hast du mich denn jetzt hier gespawnt? Ach, da hinten waren wir. Okay. Weil diese Elite-Wachen bringen uns Upgrades.
So, wo war das jetzt? Auf der Seite. Ja, dann werde ich wohl ein bisschen mehr nach rechts gehen müssen. Und zwar hier nach unten. Und hier kommen wieder Gegner. Und zwar keine leichten. Wow! Wie schnell bist du denn? Ja, komm her. War's das? Nee, niemals. Wow, woher kommst du denn? Komm her. Nein. Ah, egal, er gibt uns trotzdem Energie. Wow, hat er einen großen Mund. Hilfe. Wie, keine Munition mehr? Überhaupt nicht mehr. Wir haben für keine Waffe mehr Munition. Was? Wir haben für keine einzige Waffe Munition. Warte mal, dann habe ich eine Idee. Wie rüste ich die Kettensäge nochmal aus? Mist, wie ging das nochmal? Ach ja, mit der können wir ja schießen. Aber ich glaube, das ist unser Tod. Ach man, das nervt. Ich werde wohl jetzt gleich mal eben das Spiel neu starten. Ja, okay, das ist ein perfekter Punkt dafür. Letzten Speicherpunkt laden. Machen wir jetzt gerade mal. Und dann mache ich kurz einen Neustart. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich hier wieder beim Spawn. Und dann machen wir es auch fertig. Ich weiß auch, woran das Ganze jetzt liegt. Und ich habe den Fehler gleich behoben. Es nervt nämlich schon ganz schön jetzt von meiner Seite aus. Und deswegen sehen wir uns jetzt gleich in... ich schätze mal ab. Hey, ich sehe da oben gerade mal was Cooles. Das werde ich nachher benutzen. Dann sehen wir uns in 1,5 Sekunden. Oder noch weniger. Bis gleich. So, weiter geht's. Sind noch alle da? Hallo? Alle noch da, okay. Gut. Das Problem sollte jetzt behoben sein und das Gemetzel kann weitergehen. So, guck mal, Munition. Was? Ja, Munition. Gute Idee. Jetzt mal erstmal Munition einzusammeln. Ich höre wieder Monster. Ich glaube nicht, dass das Feuer da oben ist. Oder? Nee, es ist das Feuer. Es ist wirklich das Feuer. Ich dachte gerade, das wären irgendwelche Monster, aber... Nee, das ist Feuer. Hier sind Monster. Ich höre das doch. Ich habe Angst. Okay, ganz kurz auf der Karte gucken. Wir befinden uns hier. Ich wollte aber wieder dahin. Dafür muss ich aber einmal hier... Ach, oh Gott, wo bin ich denn? Was soll denn das Ganze hier? So, und zwar möchte ich ja hier hoch wieder. Aber vorher bitte ein bisschen Munition, weil wir sind ja total leer. Da! Hä? Ach, das ist ernsthaft Granate? Boah, das hört sich hier jedes Mal bei der Tür an, als wäre ein Monster. Och nee, ich will jetzt hier weg. Hä? Leute, bin ich der Einzige, der das hört? Ich höre hier überall Monster. Ich werde auch gleich irgendwo von einer Seite überrascht. Okay, jetzt einmal hier rüber. Und das Battle, wo war das? Hier unten, genau. Ja, hier bin ich runter und dann ging es los. Das war hier. Aber wir haben echt kaum Munition. Naja, dann benutze ich halt zum Ende hin die Pistole. Ja, und es geht direkt los. Warte. Daneben, Kollege. Daneben wieder. So. Dann gib mal auch ein bisschen Munition. Oh, danke, Mann. Du auch bitte ein bisschen Munition. Ha, jetzt lässt sich's auch viel gemütlicher spielen, oder das... Komische Problem. Was mache ich denn da immer für eine Fähigkeit? Nein, ich wollte dich gar nicht töten. Du bist doch mein neuer bester Freund. Warte mal, ich brauche eine andere Waffe. Nein, ich wurde von hinten... Was? Wer kam denn da von hinten? Ich wurde gerade
total zerfetzt, mein Bauch, irgendwas kam von hinten. Da war irgendein, das hat mich richtig auseinandergenommen. Hat das jemand mitbekommen? Vor mir war halt dieser große, komische Glubschkopf. Und woanders kam irgendwie von hinten einer. Hat mich richtig weggehauen. Und der hat dann nochmal angegriffen. Ich glaube nicht, dass Glubschkopf mich erledigt hat. Hä? Hä? Hältst du dich mal bitte daran fest? Das war nicht... Hallo? Ah, danke. Das war irgendjemand anderes. Jetzt aber mal, komm schon. Ich weiß, dass du hier spawnst. Und er spawnt da hinten. Warte, andere Waffe. Die Waffe hält ihn richtig gut zurück. Und wir haben kaum... Wir haben wieder keine Munition. Ich kann gleich mit der Pistole kämpfen. Geil. Komm, gib mir Munition. Ja, wow. So viel ist das jetzt auch nicht. Da ist Glubschkopf. Und da ist noch einer. Noch ein Glubschkopf. Nein! Hör auf! Was? Als ob, was ist denn los? Warum erlebt... Nein! Nein! Nein!